Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, Auto im Top-Zustand und nagelneue Reifen. Bis auf den da. Aber die anderen wurden auch ersetzt. Ansonsten habe ich die Tür hier ausgetauscht seit dem letzten Mal und alles wieder repariert. Der Stauraum auf dem Gepäckträger, der da drauf war, ist gerade beim Reparieren. Aber da können wir vielleicht Flutlichter mal mitnehmen. Die müssen wir allerdings jetzt noch freischalten. Ansonsten, der sieht hier auch nicht gut aus. Den könnten wir auch mal reparieren. Und sonst können wir noch ein bisschen mit Lacken experimentieren. Und dann geht's direkt wieder in den innersten Zirkel. Ich mag das mit dem Gelb eigentlich. Mach mal aber mal das Chassis schwarz. So schwarz-gelb, so eine fette Hummel. Hat doch auch was als Auto. Also mir gefällt's. So, das ist, glaube ich, schon schwarz. Jetzt ist es schwarz. So, die Stoßstange natürlich auch. Ach, das geht gar nicht, das stimmt. Schade eigentlich. Ja, und das hat eine andere Farbe als die anderen Elemente. Wie sieht das denn in Schwarz aus hier? Passender Lack? Okay, sieht nicht anders aus. Okay. Ja, geht auch. Wenn man dann nur die Motorhaube, warum nicht? Sieht zwar ein bisschen jetzt düsterer aus. Ja, sieht vielleicht ein bisschen zu düster aus. Schauen wir mal, ob wir fancy Farben haben, um die Türen wieder freundlicher da aussehen zu lassen. Wir haben auf jeden Fall blau. So grün-schwarz gefällt mir theoretisch auch. Schauen wir mal, ob das was wird. Da war es gelb irgendwie sympathischer. Aber gelb habe ich nicht. So ein Mist. Aber wir haben orange. Das sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Ansonsten nehmen wir halt pink und machen einen auf Saints Row. Habe ich zumindest früher als Kind gespielt. Och, ich finde in rot eigentlich knallig. In orange meine ich. Sieht nicht schlecht aus. Und dann gefällt es mir eigentlich mit dem schwarz ganz okay. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal das Schwarz. Da habe ich es hin. So. Die Tür schwarz. Das hier schwarz. Das hier schwarz. Ich finde das eigentlich so sympathisch. Ja, hier dann wieder. Finde es gar nicht so schlecht. Ja, wäre vielleicht. Vielleicht, wenn wir das vorne noch orange machen. Um dem ein bisschen Charakter zu geben. Ja. Ja. Wäre schön, wenn man durchstreifen könnte. Oh, das haben wir auch noch nicht. Und hinten. Na, ich glaube, das ist zu viel. Das war definitiv falsch. Vielleicht die Elemente. Nee, die machen wir schwarz. Müssen ja nicht übertreiben. Hoffentlich funktionieren meine Bremslichter noch. Der Blinker sieht hier so aus, als würde das nicht mehr tun. Und die gepanzerte Platte hat auch mal bessere Tage gehabt. So, das ist doch jetzt ein formidables Auto. Moment. Jo, muss ja auf den Screenshot von der Episode auch kommen. Irgendwie, wenn schon mal was gibt in dem Spiel, was man gut screenshotten kann, dann das so an die Erforschungsstation. Fertigungsmaschine, wie auch immer. Und da braucht man jetzt irgendwas. Also entweder wir können, hier gibt es noch Batterien, Dachbatterien. Ankerenergieumwandler ist natürlich auch cool. Du kannst deine Batterien jetzt einigermaßen effizient direkt mit Ankerenergie aufladen, was die Reserven deines Autos ungemein vergrößert. Ich glaube, das lohnt sich dann, wenn wir einen Elektromotor hätten. Ansonsten automatisches Parksystem finde ich relativ praktisch. Habe ich mir jetzt durchgelesen. Anscheinend können wir dann einfach aussteigen, dann wird die Handbremse gezogen, muss man nicht mehr irgendwie Gang umlenken und so weiter, sondern das passiert vollautomatisch. Muss allerdings auf den Sitzplatz. Da haben wir einen. Oh, das kostet viel Energie. Der kommt dann auf den Beifahrersitz hinter den Fahrer. Da haben wir zumindest noch Platz.
Und dann schauen wir mal, dass wir das machen können. Ansonsten wollte ich ja Flutlichter fürs Dach. Die gibt es hier. Braucht labile Energie. Können wir auf jeden Fall mal leeren. Hoffentlich können wir es auch craften. Das wird dann relativ hell. Die Batterieleistung haben wir zumindest. Genau, Werkzeuge. Ja gut, thermaler Staubsauger können wir auch machen. Dann haben wir alles von dem Baum. Na gut. Dann ist es hinter uns. Staubsauger habe ich zur Abwechslung mal nachgemacht. Einen haben wir zumindest im Auto drin. Vielleicht können wir den noch craften. Je nachdem tun wir den dazu. Ankerenergieumwandler, der muss natürlich auch auf den Sitz, glaube ich. Ja. Und hier würde ich auch weitermachen, damit der Baum freigeschalten wird, weil wir haben hier irgendwie was ganz Cooles. Nitroantrieb zum Beispiel. Darauf freue ich mich. Deswegen schalten wir mal den Baum weiter frei. So. Das werden wir natürlich gerade nicht alles craften können. Aber ein bisschen was hier. Vielleicht Flutlicht fürs Dach. Glühbirne 7 Stück. Alter Verwalter. Hoffentlich geht's dann nicht kaputt. Ohohoho. Was für ein Gerät da oben. Das gefällt mir. So, Einparkhilfe bitte. Automatisches Parksystem. Und da bin ich am Ende meiner Gaskartuschen. Aber wir haben's. Okay. Schöne Geräusche. Was braucht man denn noch? Staubsauger. Plasmaverschrotter, Hammer. Staubsauger. Können wir uns leisten. Wunderbar. Ist sogar ein besserer. Nehme ich den hier hin und der andere kommt halt ins Auto. Als Backup. Und dann habe ich seitlichen Stauraum hoffentlich. So. Auf der Seite noch. Na gut. Route auswählen und los geht's. Das sieht echt nicht gut aus. Wir brauchen ein paar Thermokristalle, deswegen, also wir fahren auf jeden Fall mal hier hin, würde ich sagen, und nehmen eine Route, die hier über so Thermodinger führt. Ja, irgendwie hier hoch und dann alternativ könnte man die zwei machen, aber da schließt sich das so schnell. Ich würde lieber, obwohl da kommen wir ja auch vorbei. Nee, mach mal wenige Routen. Mach mal's entspannt. Und dann nicht mehr so entspannt. Ich meine, wir wollen ja auch noch ein stabiles, halbwegs stabiles Auto haben. Wenn wir dann hinter die dritte Mauer kommen. Hinter die zweite Mauer so gesehen. So. Das Flutlicht müssen wir natürlich auch noch mappen, sonst bringt das ja gar nichts. Was ist das? Oh, das heilt mich, das wollte ich gar nicht. Handbremse sollte automatisch funktionieren. Na, das Map mal gleich um. So, was habe ich gesagt? Wir fahren E5, dann C2. Also E5, E2, C2. Finde ich es angemessen. So, ich habe leider nicht gesehen, was da rechts stand. Da war viel noch weiß markiert. Habe ich jetzt hier alle Anomalien erwischt oder nicht? Da bin ich noch etwas überfragt. So. Handbremse braucht man nicht. Flutlichter fürs Dach auf jeden Fall. Scheinwischer? Nein, danke. Okay. Die laufen halt jetzt. Ah, jetzt sind sie aus. Und Flutlicht. Oh. Schönes Flutlicht. Aber mein Solarding bringt mir gerade gar nicht mehr so viel. Nicht bei dem Wetter. Also wir sollten vielleicht ein bisschen Energie aufsammeln. Das wäre nicht verkehrt. Oh, da müssen wir wieder so weit hinfahren. Egal, das kriegt man hin. Und was mein Auto repariert. Das finde ich sehr sympathisch. Nein, wohin des Weges? Wohin des Weges? Dankeschön. Jo, da freut sich das Auto und die restlichen Platten, die noch nicht geheilt wurden. So. Achso, das repariert vielleicht auch meine Seitentasche. Schön weitermachen. Ja! Muss man noch schauen, ob das besser wird. Aktuell? Was war denn das vor uns? Okay. Glaub, das ist so alles, was wir erwarten können. Dann gehen wir mal langsam hier. Ist da eine Leitplanke?
Ja, ohne Licht sehe ich doch nichts. Sag doch was, Auto. Das liegt jetzt mit den neuen Reifen echt schön hoch. So. Direkter Weg hat uns noch nie geschadet. Außer jedes Mal. Egal, da ist ein Felsen, den sehe ich. Ich bremse. Gut. Hüpf mal schön hier übers Gelände. Au, au, au. Genau so soll das. So ungefähr. Luftlinie ist immer so entspannt. Okay. Au. Wenn nicht solche Geräusche dabei wären. Da ist wieder so ein Mixer. Will der den ganzen Weg da lang fahren? Das ist sportlich. Nein. Scheiße. Au. Ich hab's gerade reparieren lassen in der Werkstatt. Beziehungsweise an der Heilpflanze. Eigentlich an beiden. So. Schnell zur Energiequelle. Und dann schnell weiter. Geht ja heute nicht um die hier noobige Beginnerzone. Sondern um die etwas spannende Mittelzone und die panikerweckende ganz innere Zone. Ich bin gespannt. Ah, da ist nochmal ein Heilbaum. Ewig nicht gesehen und jetzt sind sie immer hier. Ferma dankt. Moin. Schön reparieren, auch rechts da das. Dankeschön. Meine Seitentasche repariert das Teil aber nicht. So ein Jammer, aber wir kommen damit auch klar. So, der Energiekern wird gemopst. Und dann wird weitergefahren. Jetzt kann man mal das automatische Parksystem ausprobieren. Was macht ihr denn hier? Was macht ihr denn hier? Ah, das ist super, das bremst ja. So wie sein soll. Oh, ich glaube, die können wir aussaugen. Staubsauger. Die auch so leuchten. Hey, ich dachte, ihr habt geleuchtet. Das war falsch. Er war falsch. So. Naja. Irren ist menschlich. Oder so ähnlich. So, don't mind if I do. Oh, er meintet. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Schubser, Schubser, Schubser. Ja. Ich will ja wegfahren. Ja. Ja, da hupt's. Es stimmt mir zu, dass es hier weg will. Haben wir uns wieder ein Häschen eingefangen oder warum startet sich das Radio? So, und da ist dann noch ein Anker voraus. Den können wir voraussichtlich auch nehmen. So. Lampe an, braucht man eigentlich nicht. Ist hell genug. Und dann noch eine. Nee, das war die Heilpflanze, an der wir schon waren. Bitte nochmal vorne reparieren. Haben deine ganze Energie ja noch nicht aufgebraucht. Oh. Jetzt haben wir sie aufgebraucht. Na gut. So, ich habe doch den nächsten Anker da schon gesehen. Da ist er. Nehmen wir gleich mit. Nehmen wir gleich mit. Und Wegpunkt haben wir dann hier. Den wollen wir dann auch gleich nehmen. Das wird wieder schief gehen. Ach, das ist echt schön mit dem automatischen Parksystem und einfach weiterfahren. Das ist klasse, hätte man viel früher machen sollen. Ich dachte, hä, was soll denn das, aber bin zufrieden. Uns rollt nicht aus Versehen weg, wenn es nicht gerade entführt wird wahrscheinlich. Die Anomalie haben wir schon. Anomalie SEMA. Okay, wir sind falsch gefahren. Ups. Ist ja gut. Ist ja gut. So, da ist die richtige Straße. Weiter geht's. Okay, da sind noch zwei Anomalien, die wir vielleicht ausweichen sollten. Abgesehen von den Crash-Test-Dummies natürlich. Oh, der Batterie geht's wunderbar noch, das freut mich. Und jetzt kommen wir, einer noch und dann kommen wir in die Thermokristallzone. Da freue ich mich auch drauf.
Ansonsten braucht man nicht so viel looten. Wieso gerate ich denn hier ins Schleudern? Wieso hast du mir eine Schleuderwarnung gegeben? Straße ist auch komplett normal. Wäre natürlich viel besser hier mit... Hast du noch eine gepanzerte Tür? Sieht nicht so aus. Na gut. Mit deutlich stärkerem Motor. Dafür müssen wir noch ein bisschen ranklotzen, würde ich sagen. Dazu sind wir ja unterwegs. Dazu und um den inneren Bereich mal zu kartografieren, ist Teil der Hauptquest, deswegen müssen wir das machen. So, die Zone durchschreiten wir noch geschwind und dann kommen wir in die interessanten Gebiete. Jo, lad schneller, sonst muss ich skippen. Ja, hier würde ich auch direkt nichts aufsammeln, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Auf geht's. Ja, bei so einem kleinen Radi mache ich mir doch nicht die Mühe, die Ankerpunkte anzufahren. Ich glaube, hier wäre so ein Ankerradar angebracht. Naja, braucht man gerade nicht unbedingt. Was bist du denn? Was ist das? Herzschrittmacher? Ja. Willst du? Du nimmst alles. Ja, die Ressourcen sind jetzt weg. Na gut, ich habe ihm was angeboten. Ich bin stolz auf mich. Dann brauchen wir aber wieder ein paar Ressourcen für uns. Die hier werden ja reichen. Fernseher haben wir schon gescannt. Das überrascht mich jetzt weniger. Komisch, was das da ist. Ja. Weiter geht's auf die Zwischenstraße. Na, da können wir links noch wieder auf die Straße fahren, dann geht's vielleicht ein bisschen besser. Haben wir das schon gescannt? Ja, Anomalien-Scannen ist halt so eine Sache, da ist auch ein Herzschrittmacher. Der leuchtet. Aufzeichnung. Au! Au! Ach, da kommen diese Häschen raus. Nee, danke. Hab genug Häschen bei mir daheim. Na gut. Mach mal. Licht bringt halt nicht viel. Wir brauchen echt die Bioscheinwerfer, die dann ordentlich Licht machen. Oder wir können natürlich das Flutlicht anmachen. Aha! Sieht man aber auch nicht so viel. So, Zwischenstraße ist hier. Das ist wieder rechts-links verkehrt. Ja, ist ja gut. Ja. Hup halt. Ja. Das Radio wollte ich doch nicht anmachen. So. Auto hat sich wieder einbekommen. Ist das nicht schön? Ah, da ist die Hupe. Nein! Zu spät gesehen. Ich wollte gerade doch das Licht anmachen. Finde ich generell sympathischer und dann sowas. Egal. Oh, nicht schau wieder. Ja, ich fahre ja auch mitten durch. So. Aber wir haben es gleich weitergeschafft hinter die zweite Mauer. Und da schauen wir kurz nach Thermokristallen, nach bisschen Energie und dann geht's in den komplett gefährlichen Bereich. So, irgendwie hier noch nach rechts. Kriegt man auch noch hin. Ja. Irgendwie rein. Rein damit. Na also. So, Optionen sind gut begrenzt. C2. Schauen wir mal. Hoffentlich lädt es wieder schnell. Ach, ich denke, das ist in Ordnung. Kann ich ein bisschen meine Gedanken sammeln. Also, das brauchen wir hier auf jeden Fall. Und die Thermokristalle. Auf dem Weg zum Wegpunkt. Auf dem Weg zum Wegpunkt, ja. Ist noch ein Satz. Kann man so sagen. Ist dann vielleicht nicht ideal, aber da schauen wir mal nach Thermokristallen. Noch sehe ich keine.
vor uns sind Baumbonbons. Ja, könnt mal hin. Scheinwischer braucht man echt nicht. Ja, saug mal die halt mal ein. Ach, ich kann ja einfach aussteigen. Das ist so eine angenehme Erleichterung. So. Dann mal hier mit euren Bonbons. Ha, war das schon alles? Nee. Irgendwie doch. Na gut, weiter im Text. Scanner. Da ist radioaktiv ist Blei. Und wir bleiben heute mal bleifrei. Sprit sieht noch gut aus. Das sieht aber nicht mehr gut aus. Ich schätze mal, das ist einfach wieder so eine Giftschleuder, ja. Ja, und direkt aufs Auto, komm schon. Ja, mit den Bonbons. Hier ist noch so ein Harzkompressor, den kriegt man wieder nicht platt. Scheiße. Wir brauchen doch das Harz. So ein Harzer. So viel Icon, so viel unnötige. Keine Thermokristalle. Doch da. Zwischen den ganzen Dingern nicht gesehen. Und Feuer! Oh, Hammer ist kaputt gegangen. Wir haben Ersatz dafür. Oh, da waren nicht viele drin. Das hat sich ja kaum gelohnt. In dem neuen Hammer. Der sieht doch hübsch aus. Und hier bringt unser Solarding hoffentlich was. Wenn die Arschlöcher das nicht abreißen. Nein! Ihr seid doch so nervig. Weg mit euch. Komm schon. Mehr Kristalle. Also Bonbons finden wir wie Sand am Meer. Das ist wunderbar. Die anderen Sachen hoffentlich auch. Hier sind ganz viele. Eher damit. Gierig, gierig, gierig bin ich. Ja, habt eine Schwäche für Bonbons. Vor allem, wenn die so wertvoll sind. Wie viel Hammer? 55. Das ist gut. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Ja, links, rechts Anomalie kennen wir schon. Oh, ich muss mal ein Medikit snacken. Ja, die Augen verbinden beim Fahren. Immer eine sinnvolle Idee. Macht es ja nicht zu Hause nach, Kinder. Hier gibt es gepanzerte Platten. Wenn man die zerlegt, lassen die teilweise auch Thermodinger fallen. Ja, da liegt schon einer. Die Tür macht man auch platt. Noch eine Tür. Hätte man auch als Ersatz irgendwie mitnehmen können, aber jetzt ist es egal. Jetzt ist schon so passiert. So, Kofferraum Inneres wollen wir natürlich mitnehmen. Und ich bin froh, dass ich den Staubsauger habe. Also Inventar ist voll. Das ist natürlich Pech für alles, was da rein wollte. Ja, ist einfach nur nicht gut aufgeteilt. So. Dann geht's weiter. Obwohl Gaskartuschen bräuchte man auch. Ach, egal. Gerade nicht so wichtig. Oh. Muss ich ja nicht mehr einlegen. Die Spikes kommen auf uns zu und ich habe das Gefühl, ich habe da hinten einen Kristall gesehen. Au. Ja. Thermosaft, komm hier. Versteck dich nicht. Und was ist das hier? Harzkompressor. Interessant. Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Macht halt alle merkwürdige Geräusche. Gute Bonbon-Tour. Ich glaube, so oder so ähnlich nenne ich auch die Folge. Wenn ich mich dran erinnere. Das ist immer das Hauptproblem dabei. Vergesst so viele gute Ideen, die ich hatte. Und denkt, das wäre eine gute Idee. Einsammeln.
Ja. Hilft ja nichts. So, wo ist Wegpunkt? Da links. Nein. Wogegen bin ich? War da der Pfosten immer schon da? Ich glaube, der ist gerade einfach reingespawnt. So, Reifen geht's. Nee, wie geht das denn? Ein Reifen ist platt. Das ist doch scheiße, ist das. Ja, ich habe genug von diesen Bonbons. So, das klauen wir aber noch. Ein Abdichtkit, bitteschön. Können wir das überhaupt machen? Wenn, dann nur in der Werkmatte. An der Werkmatte? Nö. Abdicht, Abdicht, Abdicht. Gummi und Klebeband. Ja, da müsste man Reifen zerlegen. Da ist noch ein Harzkristall. Gummi und Klebeband brauchen wir. Ich hätte aber auch einen Ersatzreifen dabei. Da war, glaube ich, kein Gummi drin. Und kein Klebeband. Doch. Nur Klebeband ist so eine Sache. Nehmen wir mal mit. Fackel. Nehmen wir auch mit. Komm schon, ihr Gummientchen. Ich brauche euch doch. Und die Frage ist auch noch, warum die Kristalle hier alle so klein sind. Ich brauche doch so viel davon. Ja, damit. Nein. Komm in Ruhe. Könnt eine Fackel haben. Hier. Spielt damit. Ja, scheinen sie beschäftigt zu sein. So, das Ding müssen wir klauen. Da besteht kein Zweifel dran. Ist ja nur ein bisschen instabil. Weg hier. Au, 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 au. Nein! Bleib stehen! Mein treues Gefährt. Bleib treu! Schlenkt schon wieder alles. Okay. Wir sind auf dem falschen Weg. Dann können wir direkt umdrehen. Sobald das Auto uns lässt. Ja. Und dann mal Richtung Ausgang. Energie sieht gut aus. Ich will auf jeden Fall aus dem gefährlichen Bereich entfleuchen können. Deswegen war das ganz sinnvoll, das noch aufzusammeln. Vor uns liegt aber auch noch was, was wir aufsammeln können. Vor allem diese Thermokristalle. Ganz, ganz viele brauchen wir davon. Bitte aussteigen, 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 aussteigen. Wo Problem? Dass ich mal Kommunikationsprobleme... Nee, das braucht man erst danach. Den braucht man zuerst. Bums. Und hier damit. Schön rein. Nicht unters Auto. Jungs. Sehr gut. Wie viel haben wir davon? 29. Das reicht noch nicht. Ah, zumindest steigt die Zahl von denen mal. Ich würde gerne einen Wegpunkt setzen, irgendwie darauf, dass wir die Orientierung nicht verlieren. Ein Truck, natürlich auch ganz wertvoll. Vor allem die Reifen, da wird Gummi drin sein. Müssen wir unbedingt ersetzen hier. Gummi, Gummi, Gummi. Klebeband, na gut. Von mir aus auch Klebeband. Sommerreifen. Sommerreifen abgenutzt. Mein Auto wird schon wieder angegriffen. Ja, greif's halt an. Was machst du da? Oh, Müllperle und eine riesige. Und Chemikalien und anderes gutes Zeug. Leidet das Auto stark? Nö. Mittel, würde ich sagen. So, das kommt da rein. Alles da rein. Und diese riesige Perle. Also so groß hat man noch keine. Ja, Ersatzreifen können wir rausschmeißen. So, das... das passt schon gar nicht mehr da rein. Nein, nicht den Staubsauger. Den brauche ich doch. Gut, dann sammeln wir das hier noch auf. Beziehungsweise saugen wir auf. Wird doch irgendwo ein Klebeband da drin sein. Zahnräder können wir nicht aufnehmen, das macht Sinn. Komm schon, Abdichtkit. Immer noch kein Klebeband gefunden. Scheiße. Francis. Oh, er schreckt mich doch nicht so. I don't know if you're listening. A while ago, you asked me why I cared so much about the remnants. It's because I saw Alan the night of the accident. During the mass hallucination.
So. I'm not sure it was a hallucination. We had a tradition. When we were both working late, he'd swing by my lab for a coffee break at some ungodly hour. That night, he visited. We talked. The coffee burned my tongue. Nothing out of the ordinary. Seconds later, the gamma ray surge swept through the facility and the roof caved in. I looked for him in the aftermath. I couldn't find him anywhere because he hadn't been in my lab. He was ground zero at the accident site, miles away in the deep zone. But I saw him, touched him, smelled his cologne. He was there, impossibly there, more than a hallucination. You never reported that? Admit to Arda that I communed with my husband's ghost. When they were already looking for ways to push me out, not a chance. Vielleicht leben ja noch alle. I gave them my technology and my home, but I'd be goddamned before I let anything destroy my professional credibility. And this remnant? It's my last chance to know if what I saw was true. If it came from the well, or if it was all in my head. So viele Kristalle. Things we spoke of. Things that I couldn't have made up. Never mind. I know how it sounds. Like you've seen a ghost. Komm schon. Her mit dem guten Zeug. Her mit dem guten Zeug. Und dann her mit dem anderen Instabilitätsanker. Staubsauger. Dafür haben wir den. Nix wird zurückgelassen, es sei denn, es ist notwendig. War schon immer mein Motto. Ach, so viele schöne Kristalle. I can replicate Alan's suppression method. We'll stand some chance of halting the gamma ray burst from the well. 30 years later and my late husband still manages to impress. Figuring out how to keep you alive once the reaction keeps going, however. Das finden wir zusammen raus, würde ich sagen. Francis, I need your ear. Go on. We know that as soon as the car gets to the well, the trigger will be instant. Once this remnant expends its energy, gamma radiation will erupt from the well, and the driver will be at ground zero taking the worst of it. Das ist nicht gut. Can we activate the gateway as soon as they make contact? Lass mein Auto in Ruhe. It's tricky. Too early, and we may interrupt whatever reaction process the remnant carries out. Too late, and it's bad news for the driver. There's too many unknowns. Only the driver will know the right time to use it. How can you be sure they'll live long enough to make that call? Ja, gute Frage. Been transmitting data every single second since it was installed. Every drop of fuel, every spark plug that car's lit, I have on record. You've been running an experiment this entire time with the driver as the guinea pig. The mere act of being alive is the biggest experiment of all, dear. Ich bin nicht überrascht, aber ich bin trotzdem enttäuscht. Driver. We've seen that die hat bei mir einen Dumbledore durchgezogen. Ich glaub's ja nicht. In your time of need. It's ferried you back to the garage through every circumstance and obstacle and bump in the road. So we can trust that it'll protect you long enough to get you away from whatever and wherever you end up. Bin ich mir nicht sicher, aber schön, dass du sicher bist. Could be. Oh, there's one last part to this and it's waiting for you back at the auto shop. Take your time. Enjoy the view. Gummi, wir können die Reifen flicken. Seitentasche. Die Perle kommt da rein. Nee, den Saft behalte ich. Den gibt's nur über meine tote Pacific Rim Leiche. So, das ist wertvoll, das nehmen wir mit. Das sieht auch alles okay wertvoll aus. Gut. Nein, die Gummientchen brauchen wir doch. Die Gummientchen brauchen wir doch. Rein da. So, dann ein Abdichtkit bitte. Ganz schnell. Und dann raus hier. Wunderbar. Dass ausgerechnet der Reifen jetzt den Geist aufgibt. Der war über die ganzen letzten Episoden der einzige von den Geländereifen, der dran war und hat immer super funktioniert. Schade. Ich mag meine Batterie, dass sie immer noch so voll ist. Mag's aber nicht, dass keine weiteren Thermokristalle vor uns liegen, sondern nur der Ausgang der Zone. Na, damit kommen wir schon klar. Vielleicht, bevor wir rausgehen, einmal voll tanken. So viel Zeit werden wir nicht haben. In der neuen Zone, denke ich mal. So. Schön rinn damit. Trink, mein Junge, aber nicht zu schnell.
sonst übergibst du dich wieder. Ja, sehr gut. Diesmal hat's ja für was gereicht. Da kommt er wieder rein. Und was macht man heile? Ein bisschen was von allem. So kaputt ist es doch gar nicht. Limmschild. Das sieht doch ganz gut aus. Nur hier und da mal ein Flechtechlein. So, jetzt müssen wir aber weiter. Und los geht's. Ja, hätten noch ein bisschen Zeit gehabt, aber was soll's. Hui. So, rein hinter die Mauer. Das wird schmerzhaft wahrscheinlich. Ich hoffe, wir kommen da noch zurück. Ja, bestimmt. Bis jetzt hat es immer geklappt. Bin ich ganz selbst überrascht. Da sind riesige Energiekerne. Wegpunkt ist gesetzt. Zone ist hostile. Mach mal Slim Shield an. Okay, die Teile gibt's da auch noch. Nehmen wir mal wieder ein bisschen direkteren Weg. Und hier die Sachen lohnen sich vielleicht auch mal zu scannen. Das ist eine Ressource. Magnethammer haben wir nicht. Wir haben einen normalen Hammer. Okay, geht nicht. Das ist Anomalie. Reisebus. Das ist ein Reisebus. Achso, wegen den Touristen natürlich. Dass das ähnlich ist wie die Touristen, hätte man sich denken können. Na gut. Ich dachte echt, als wir das vor 2-3 Episoden mal gelesen haben mit Reisebus-Anomalie, dass wir tatsächlich irgendwie einen komischen Reisebus scannen müssen. Boah. So kann man sich irren. Da unten ist dann die große, große korrupte Energie. Und gleich daneben müsste irgendwo noch was sein. Startbereit nach da. Na gut, dann um die Röhre herum. Tür aufmachen wie ein wahrer Gentleman für die Energie. So. So viel schöne Energie für uns. Und weiter nach links ist noch was. Hui, ich fliege. Nochmal Entführer. Gar keinen Bock im Moment drauf. Komm schon. Ich verarzt mich nochmal. Ich glaube, ich bräuchte auch bessere Kleidung hierfür. So, irgendwo hier rechter Hand. Nein, nicht die Gruselviecher, die mein Auto auseinandernehmen wollen. Scheiße. Nie gut für die Scheibe, wenn die so ein Geräusch macht. Ah, da ist es. Da ist der Energiepfropfen, den wir hier mal mitnehmen. Aber bis jetzt finde ich die Zone teilweise besser als die sumpfige Zone. Muss ich ehrlich sagen. Vielleicht auch, weil wir inzwischen ganz gut gerüstet sind. Mach die Tür doch nicht zu. Mach doch sowas nicht. Oh, da ist eine neue Anomalie links von uns. Die muss ich natürlich scannen. Was bist du? So ist die weg. Scheiße. Da waren so spitze Stachelis. Hätte ich doch scannen können. So, wir können theoretisch schon raus. Oder noch Energie einsammeln. Ein Pfropfen haben wir noch. Ich will auch nicht zu gierig sein. Aber bis jetzt geht's ja eigentlich. Ja, das wäre beinahe aber schief gegangen. Die innere Zone sieht schon richtig weird aus. Ich meine, am Anfang so ein Wald, okay. Kann creepy wirken, aber hier, das sieht ja nicht mehr realitätsgetreu in irgendeiner Weise aus. So, wir brauchen die Entführer nicht zu belästigen. Wir fahren jetzt einfach nach links und sammeln das Teil noch ein. Dann nichts wie raus hier. Shit, ist noch auf dem Berg drauf. Ja,
Wo denn auch sonst? Komm schon. Komm schon, nur noch ein bisschen. Nein! Nicht versagen, weiterfahren. Okay, wir halten mal kurz hier an. Scheiße. Das soll so nicht sein. Na gut, aber irgendwo hier oben war's. Kann ich kurz mopsen und dann weg hier. Schnell, schnell weg hier. Ich sehe es tatsächlich nicht. Ist da unten? Nee, das wäre ja albern. Hat uns ja schon auf den Berg hier raufgeführt. Ich sehe es aber nicht. Und so weit vom Auto will ich eigentlich nicht weg. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn man zu weit vom Auto weg ist. Muss man so viel laufen. Wir gehen noch kurz hier hoch. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Kann aber nicht sagen, dass ich es finde. Scheiße, ich dachte, das wäre hier direkt. Gut. Zurück zum Auto. So weit haben wir es noch nie hinter uns gelassen. Was ich schon bemerkenswert finde, weil es nur 200 Meter sind. Ach, so ein Jammer, dass wir hier nicht den letzten Energieding noch finden. Der war auch so richtig schön prall gefühlt. Naja. Kann nicht alles haben in Pacific Drive. Oder ist er da hinten? Nee, das ist nur ein Autowrack. Da kommen ein bisschen Geräusche her. Da wird es bestimmt nicht sein, dass es dann, ja. Der Entführer. Der uns nicht kriegen sollte. Da unten liegt was Rotes. Einige Entführer hier. Was ist das Rote? Ist das wieder dieses Teufelsding? Nee, das sind Würfel. Die haben wir noch nicht gescannt. Das ist ein Stampfer. Okay. Wisst mal Bescheid. Auto? Auto. Ja, ein bisschen schade drum um das eine Ding. Ich würde sagen, wir gehen raus aus der Zone. Und zwar hier. Und jetzt ab geht die Lucie. Ah, ich habe schon wieder einen Platten. Sogar zwei, so wie das aussieht. Na, passiert wohl, wenn man zu Boden gestampft wird. Muss ich halt nach links gegenlenken. Aber wir haben uns heute sehr gut geschlagen. Die Story-Mission jetzt auch gleich erfüllt, dass wir hier mal rauskommen. Einige neue Anomalien gescannt, da bin ich stolz auf uns. Da hinten weiß ich immer noch nicht, was das ist. Ist das so eine Rohrpost? Ist das so ein... Weiß ich nicht. Ach, das ist so ein Umwandler. Kann man auch kurz mal noch ansehen. Was wandelst du um? Ach, du magnetisierst. Weiß nicht, was man reintun muss. Egal, wir fahren erstmal raus. War so stolz auf uns, das riskiere ich jetzt nicht, indem ich hier Scheiße baue. Zieht sich echt schon zusammen. Aber okay, so kriegt man die Limmmagneten her. Das ist schon mal gut zu wissen. Boah. So. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Boah. Diesmal klappt's ja relativ gut. Komm schon. Und einmal zurück zur Garage, bitte. Und da sind wir ja. Mit zwei Platten. Obwohl die Reifen so krass eigentlich schon waren. Hui. Fresh new upgrade waiting for you, driver. Straight out of the oven. Okay, was für ein Upgrade wartet denn? Überlade das Arc-Gerät. Das kriege ich noch hin. So. Mach mal erstmal wieder voll. Mach mal erstmal wieder alles voll. So viel haben wir diesmal gar nicht gebraucht. So. Wieder ran mit dir. Und wieder rein mit dir. Nein, rein, nicht raus. Das ist teilweise kompliziert. So, neues Upgrade. Vielleicht hier drin. Ja. Und das müssen wir dann eben noch... It could work. It will work.
We don't know anything about the well, but the driver doesn't have to go in completely empty-handed. You're removing the Arc device's limiter and overloading its charge capacity. Right. So no matter how much energy the car's getting blasted with, the Arc will be able to overpower it to open a gateway. It's the only way to extract the driver from whatever's going to happen at the trigger point. And then we use Alan's suppression technique to keep the whole thing from completely exploding? This sounds like a lot. Ja, habt ihr euch das gut durchdacht? Hört sich nicht so an. Now you can head out and overcharge it. We'll give you instructions when you're en route. Na gut, das klingt gut, das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ich repariere das Auto wieder und beim nächsten Mal machen wir die Mission weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hab jetzt dreimal gesagt, bis zum nächsten Mal. Es tut mir leid. Bis dann.